Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4. In der letzten Folge haben wir dem CPD damit dabei geholfen, ein neues Hauptquartier zu finden. Und zwischen den Folgen habe ich jetzt den ganzen Kram hier abgeladen im Vault, weil wir brauchen ja Baumaterialien für unseren Vault. So, und warte. Hier ist ein Sledgehammer. Ich weiß nicht, warum hier ein Sledgehammer ist. Ich verschrotte den schnell. Ja, die spawnen hier immer wieder nach. Das ist nur eine ähnliche Quelle von den Dingern. Falscher Gang. Falscher Gang. Das ist der richtige. Sledgehammer kann ich auch direkt wieder verschrotten. Nein, nicht bloß. Das hier. Deswegen habe ich keine Munition mehr. Das heißt, ich tausche die mal eben aus. Ich müsste jetzt mittlerweile wieder genug für die Overseer Guardian haben. Ah, es gibt noch ein paar Sachen, die ich da abladen will. So das ganze Essen. Das lagere ich ja alles zu Hause ein. Und wieder ein Robo-Brain. Geht immer wieder panisch auf die auf OBS, ob er auf das Mikrofon aufnimmt. Ich habe schon zwei Let's Plays wegen sowas abgebrochen. Nämlich, zwei. Sowohl New Vegas als auch Stronghold 1. Hi. They found the butcher. And then I gotta get back so I don't get left out again. Man, I just gotta see this one. Ah. Tell me what's going on. Yeah, well, they got this tip-off about where the butcher and his gang hang out. The bosses are getting all the officers to get down there. Getting them all surrounded and stuff. Hustle up or you're gonna miss out on the fun. This is gonna be wicked sick. So here's the message and I'm gone. Last one there is a squished rad roach. Huh. CP message. So, das Essen ablegen. Gut, Waffe austauschen. Ah, für dich habe ich keine Muni mehr. Für dich halt auch nicht mehr. Ne, das sind Schrot finden. Rifles. So. Accelerator. Für die habe ich auch keine Muni, die benutzen dieselbe. Bloody Mary. Kann ich gucken, ich müsste ja mittlerweile alles davon machen können, ne? Das habe ich. Ja. Das Ding ist, auch das hier benutzt die Munition, die ich nicht habe. Ich bin gleich super bei euch. Ja, davon habe ich mir jetzt genug Schuss. Wo habe ich die 10 mm her? What the hell? Als hätte ich auch nachgucken, ob die Overseas Guardian schon ausgemaxt ist. Ich brauche eine Pistole jetzt. Alien Atomizer, Deliverer, Hunting Revolver, Kellogg's Pistol. Speedy. Stacker nehme ich auf keinen Fall mit. Incendiary. Instigating. Für die habe ich keine Muni. Für die habe ich kaum Muni. Für die habe ich ein bisschen Muni. Die habe ich eine ganze Menge Munition, die mit. Ich glaube, die beide schon ausgemaxt habe. Imported Barrel. Ja, die ist ausgemaxt. Und du.
Ja, scheint auch ausgemacht zu sein. Ja. Gut. Muss ich nur wieder zuweisen. Speedy. Und oh, was hier ist gar nicht. So. Message Holotape. Ja, ich. Ja, danke für das Thank you. Ich muss mal kurz die unterbrechen. Attention all CPD officers. We have located the Butcher's hideout. All available personnel are to rendezvous at the attached coordinates ASAP. Remember, the Butcher is a high-risk, high-priority target. Remain concealed and do not engage unless instructed to by senior officers. Wenn ich was nachgucken, kann ich die hier verbessern? Ja, kann ich, warte. Oh, schade. Oh, schade. Schade, schade, ich hätte die mich gerne angezogen dafür. Schade. Ich hätte das gerne dafür angezogen. So, wo ist er? Okay, ich soll von Figget. Von Figget Excavation soll ich dahin. Wir sind bei Level 80, das ist interessant. Bei Level 80 können... Ja, ich glaube, da können die stärksten Varianten von Gegnern spawnen. So Sachen wie die mystische Deathclaw und so ein Kram. Chameleon Deathclaws. Ich glaube, Chameleon Deathclaw hatten wir sogar schon mal. Ja, die können dann deutlich regulärer auftauchen. Es gibt auch eine bestimmte Art von Myolurk, die erst dann auftaucht. Sind das alle? Das sieht nicht so aus, als wären das alle. Hey. Great, you made it. I've been watching the shack. The big guy must be the butcher, and there's at least one of the gang in there. But we don't know for sure. Now that we're all here, I say we just hit the shack with everything we've got, and not let that beast get close with his blades. But as I was saying, we don't know for certain that they're guilty. We need to bring them in for questioning. What are you two arguing about anyway? Lena and I just have different views on how to proceed. My little brother wants to have a nice chat with the psycho killer who murdered our parents. And she wants to execute suspects without formal identification or any proof of guilt. It's all right. We'll work on this together. Yeah, you're right. We'll work together on this. We always do. We just sometimes have healthy discussions along the way. Anyway, we need someone to break the deadlock. Do we give them the chance to surrender and answer questions? Or do we trust the tip-off and just take them down from a safe distance? Both options suck. Tell me about the options. So the first option is simple. We open up with everything we've got and catch them by surprise, then we put them down before they can react. Our intel suggests that the Butcher is a complete psycho, and most lethal in close quarters, so we can't let him get close. But that intel isn't 100% reliable. We don't even know for certain that the guy down there is actually this Butcher, or that he did any of what they say. Only way to be sure is to question him and look for more evidence. So, safe but messy, or careful and risky? Ich safe, dass ich will beides. Beides ausprobieren. I'd prefer a peaceful solution. Oh, you can't be serious. You're gonna get one of us killed. Lena, we're the police. This is how we have to do it. Anyway, with you and the rest covering, we still have the upper hand. Care to join me? Yeah. Lead on. Okay, here we go. Du solltest vorausgehen.
Hey there. Wird die Waffen schon oben lassen, ne? This is the Commonwealth Police Department. We have you surrounded. Come out unarmed with hands where we can see them. Comply and no one needs to get hurt. We just need you to answer some questions. What do you want? We don't want no trouble. Hattie? Hattie, are we in trouble? I have some questions. Well, go on. If it'll help sort this out, ask your questions. Du bist ein Dings. Du bist ein Volontär. So, what's the deal with you two anyway? We's man and wife. Got ourselves married by the chaplain in DC. Then came here so we can be together without folks bothering us. Die hat ein Volontär aus dem Boden. Help me get free. We're happy now. Rich. Poor, sick, healthy, never part, and all that. What are you doing out here? We're hiding from the gunners. We ran off from them, and we ain't never going back. No, can't let them find us. If they find us, they'll... Nee, nicht Volunteers, die sind Responders. Volunteers war die erste, von den Rekruten von denen. Like them. Honest. Who are you? I'm Patty, and this here is my Pete. We're just setting up home here. We're doing no harm. Ich will wissen, warum die ein Responder-Symbol hat. I don't have any more questions. What is it you think we done? Why are you doing this to us? Calm down, we're just here to talk. Okay, okay. We don't want no trouble. What is it you want with us? Pete Emmons, aka The Butcher. You are wanted for crimes committed as part of the gunner unit known as the Hellhounds. You are accused of leading the Hellhounds in committing multiple counts of murder, theft, and countless lesser crimes. Have you anything to say? Pete's no leader. And he's nothing to do with those Hellhounds no more. The real boss, they did all that. They did this too, I bet. I have some more questions first. Can you tell me about your trouble with the gunners? We, both of us, used to be with the gunners. But that wasn't the company for folks like us. Especially folks like Pete. Made me join them. The gunners gave me a job. Then, they made me go with them. I'm not going back. Don't make me. When I heard how the Hellhounds were treating Pete, I just knew we had to get away. Yeah. Cool name. Intimidating. We met working in the gunner kitchens. See, we're cooks, not soldiers. Name's Pete. But I'm good at cutting up meat and making food, so they call me Butcher. Like in the song, you know, Chop Chop Butcher Pete. Ja, lief schon ein paar Mal im Radio, seit wir darüber angestellt haben. Who is they? Who is they? As evil a bastard as I ever met. Mr. Elisher, he's one of them folks who thinks killing is for sport. He's the O.C. Lieutenant Elisher. But you just call him Sir. Sir, yes, sir, right away, sir. Likes other folks to do the killing, though. Stirs them up and sets them off in a frenzy. Don't like it too easy, neither. Loves the hunt, he does. I don't have any more questions. And what now? What next? Well, I'm getting less and less convinced that we're standing in the presence of the Hellhounds gang and their ruthless, psychotic leader. You have to believe us. It's not us you want, and I can tell you where the ones you want will be. Where are they holed up? They're using one of the old gunner camps. I writ where it were in my diary. I checked up on them, making sure they weren't after us. I don't know. We'll see. You will. You'll see we're telling the truth.
We're not going to arrest you, but I would like to get you somewhere safe and take your statements. Make sure that justice gets done. Oh, hell no. Those are our best suspects. You can't just let them off. And what about these that I just found in the shack? Gunner papers. Secret plans and some sort of code. Got anything to say about these? Do you think you can decipher them? It won't take me long, but I'd be even quicker just making one of these two spill their guts. How about it? No! That's our papers! Stuff about me and Patty. You can't have them. No, it's okay. We want him to read it all. Go on then, read them. And that's not code. I just don't write so good. Gunner stuff and the chaplain's writing should be good, though. I can see where this is going. Yeah, me too. What do the documents actually say, Lena? Look, it says... right here. No, that can't be right. Fuck. Fuck! I nearly... Oh, fuck, she's right! It says they were just cooks! Fuck. We nearly killed. We were tricked. So yeah. The real culprits led us astray. I'm so sorry. It looks like we have a mutual enemy and they know where you live. They found us? But they'll hurt us! They'll hurt Patty! Please, help! Please! It's all right. We'll work on this together. That's right. We're going to work together now. We can keep you safe, and you can tell us all about these hellhounds. Thank you. If you mean to kill those hellhound bastards, we'll help you. Whatever you need. Although we ain't much as fighters. I'll get them back safely to HQ. It's the least I can do. You should go check out that camp of theirs. I'm still feeling a bit foolish. You're lucky I have a soft spot for dumb animals. Well, maybe there's hope for me yet. Okay, sis. You and the Emmons head back to HQ, and we'll go do some recon again. Everyone good with that? Yes, thank you. I writ down where the camp's at. You should have it in those papers of mine. Kann ich eigentlich in den Fotomodus gehen, während ich... Ich habe halt keine Kontrolle über die, Warte, kann ich? Nee. Recon, huh? So, what are we looking for? Well, we need to check if the Hellhounds are there or not. How many of them there are and what they're up to. Ja. Once we have a better idea of their strength and intentions, we can work out how best to deal with them. Makes sense, I suppose. Saving your enthusiasm for when we get there? I'll give you coordinates for the rendezvous, and we can decide how to proceed once we're there. Good luck, everyone. Was? Gut, so lange könnt ihr aber noch nicht sein. Ich war schon ein paar Mal hier. Mehr ist hier aber auch nicht. Hey! Camp Patrol Duties. Hellhound Camp. Sollen wir das diese Folge noch machen? Ach, warum nicht? Und so dick ist das auch nicht. Ich merke gerade, wo wir sind. Willst du nicht eigentlich immer nur eine schallgedämpfte Waffe heben? Wie oft habe ich diesen Ort schon ausgeklärt? Stay focused.
Nein, du solltest nicht einfach schießen. Mein Name ist auch nicht der beste, wa? Wieso beschäftige ich mich auch mit den Viechern? Hey, ist das Clawbot? Es ist Clawbot. Ich sollte mehr reden, sonst die Musik. Übrigens, die ersten zwei Folgen, die ich gestern nicht aufgenommen habe, wurden natürlich. Aber natürlich Oberrechts. Keine möglichen Beschwerden. Hat nur gesagt, ja, ist Oberrecht geschützt, überrechtlich geschützte Musik drin. Aber der Inhaber der Musik erlaubt das auf YouTube, also gibt es keine Konsequenzen. Ich mache nur keine Werbung. Ich wollte nur wahrscheinlich keine Geld damit haben. Was ich ja eh nicht mache, also kann mir das vollkommen egal sein. Solange ich keinen Copyright-Strike bekomme, ist mir das egal. Es gibt also einen Unterschied zwischen überrechtlich geschütztem Inhalt erkannt, überrechtlich geschütztem Inhalt, der eine Beschwerde nach sich zieht. That's all, folks. Und nur Copyright Strike. Copyright Strike ist sowieso das Schlimmere von dir davon. Alles andere ist relativ harmlos. Das Ding hat einen Rückschuss, ne? So, wo ist... Wo ist Simon? Ist nicht da. Dann gehe ich mal eben nach Tempels Bluff, reiß doch mal schnell hin. Vielleicht wird er durch den Ladescreen dahin teleportiert. So, gehen wir da nochmal hin. Ein Wort. So, versuchen wir das nochmal. Das war Copyright Musik. Siehst du? Das hat's gefixt. Ladescreens. Das sind großartig. Hi, glad you made it. That's the camp up ahead, but it doesn't exactly look like it's overflowing with these hellhounds. That doesn't mean it's not their camp, but we'll need to go in to be sure. What do you want me to do? Well, as you do this kind of thing all the time, I thought you might take the lead, then I'll follow and give you cover. Looks can be deceiving. They sure can, so let's make sure we're ready for anything, and not shoot anyone unless they're trying to kill us, okay? Fine. No argument from me. Let's go. Great. If you'd like to lead on, I've got your back. Ja, clear the camp of hostiles. Mit anderen Worten, sie werden auf uns schießen. Ah, das Camp meint er. Ja, okay, das macht Sinn. Dass wir dann definitiv schießen müssen. Ich fände es übrigens gut, wenn du auch Stealth gehen würdest, ne? Wo ist er hin? Du bist aber schnell eingebrochen. Und es sind echt wenige. Wo ist der Rest von euch? Seid ihr alle?
sweet. Wo ist der Rest? Ah, weiter oben. Oh, ich sehe. I see, I see. Das ist der Falsche. Ja, das hier war der Falsche. Sorry. Ich hoffe, du kannst dich einfach verrecken durch sowas. Ich schätze mal, dann geht es hier weiter hoch. Haben die eigentlich wieder Tattoos dabei? Ja, haben sie. Sieht man jetzt deren Tattoos, warte. Ja, da. Ist es jetzt immer noch da? Ja. Und daran haben sie nicht gedacht. Weil sie nutzen übrigens deren Blood-Type. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Warum passiert hier nichts? Muss ich jetzt alle anderen Hostiles ausschalten? Sind hier noch irgendwo welche? Bist du hier der Einzige? Hey there. Clear the camp of hostiles. Ja, aber er ist ja nicht hostile. Excuse me. Bei der F5. Not quite what we were expecting, but now that we have the place to ourselves, we should look for clues as to what they're up to. Ja, nee, ich lag jetzt erstmal ab. Den Quick Save gerade. Und gucken mal, ob das fixt. Ob der wirklich einfach nur broken war. So, wenn ich jetzt nochmal lade. Kann ich ihn jetzt ansprechen? Nö. Gut, von mir aus. Not quite what we were expecting. But now that we have the place to ourselves, we should look for clues as to what they're up to. Ja. Ich wundere mich jetzt aber, warum er nicht angegriffen hat oder irgendwas gesagt hat. Ich glaube, das war einfach nur kaputt. Menge Munitionskästen, by the way. Listen to the holotape. Hellhounds! Today we hunt! Today we remind the Commonwealth why they fear our bite! Those children playing dress-up have been led on yet another false trail, their ranks divided and confused. No longer will we toy with them. Today we chase them into the halls of their own lair. Today, their nest will be soaked with blood! Hellhounds! Show no mercy! Hunt them down! Hunt them all down! Me. Oh no. That's why we didn't find them here. They're going after the HQ. We need to get back before it's too late. Well, fuck. No time to waste. Let's get moving. Yeah, let's go. Ja, das ist scheiße. Level up. Level up ist dagegen gut. So, Agility, wir haben hier bald alles. Hier sind es noch 3, hier sind es noch 4. Noch 7 Level, dann haben wir alles. So. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge verteidigen wir das HQ.
würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo, einen Kommentar, ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!